An Freitag noch mitten in Tokio und jetzt schon hier im regnerischen Frankfurt. Was für eine Welt. Die Welt ist kleiner geworden. Ich habe was mitgebracht. Einerseits natürlich hoffentlich nicht den Coronavirus hier mit nach Deutschland eingeschleppt. Es sind ja durchaus hohe Zahlen, die aktuell jetzt aus Japan genannt werden. Zumindest mal im Vergleich zu Deutschland. Dort die Infektionsrate deutlich höher, wenn auch wirklich noch nicht irgendwie Panik angesagt ist. Also insofern nicht ernsthaft jetzt sich Gedanken machen. Bitte schön, alles in Ordnung, denke ich mal zumindest. Mit den Märkten sieht es ebenfalls gut aus. Die Woche hat ganz gut begonnen, zumindest mal positiv. Und wenn man sich so den letzten Verlauf anguckt, sind wir doch noch schubmäßig mehr nach oben unterwegs. Jetzt kommt so ein bisschen, ist es ja so ein bisschen eine Hängepartie und das ist beim DAX. Also hinter mir wird das jetzt gerade so ablaufen, aber auch in Amerika sieht das ähnlich aus. Wer auf den Dow Jones, auf den S&P 500 guckt, der kommt da auf ein etwas ähnliches Bild. Das ist aber noch nicht nachteilig, denn im Gegenteil. Schübe nach oben sprechen ja eigentlich dafür, dass die Haupttrendrichtung, die nach oben eben, dass die noch weiter aufrechterhalten wird. Und korrektive Bewegungen nach unten böten eben die Chance, hier dann entsprechend nochmal einzusteigen. Allerdings muss man auch sagen, dass zum Beispiel beim DAX so der Schub ein bisschen nachlässt. Wir haben zwar noch die deutliche Dynamik nach oben, aber die fällt immer etwas kleiner aus. Das heißt, wir haben immer mehr Überlappungen auf diesem schubmäßigen Weg nach oben. Und das spricht tendenziell für abnehmendes Momentum, sprich so ein Ending der Original-Situation. Manch einer kennt das also für eben nicht mehr den Schub und möglicherweise wird der Kollege hier unten doch noch mehr Bedeutung bekommen in den nächsten Tagen, wenn auch vielleicht nicht notwendigerweise im ganz großen Bild. Es stünde zwar an, wir hätten alle Chancen dafür, aber im Moment zeichnet sich das noch nicht ab. Das sollten wir als Schreckgespenst hoffentlich nicht, aber als Idee mal im großen Bild im Hinterkopf haben, also für die, die längerfristig organisiert sind, dann eben mit Stops und Absicherung, falls es wirklich dazu kommt. Ansonsten muss man einfach sagen, noch ist die Long-Seite die bessere. Also auf der Seite würde ich mich zumindest mal lieber organisieren. Das ist nicht in allen Märkten so. Beim Euro zum Beispiel, der ist stark auf der Abwärtsseite unterwegs und deutet auch im Moment an, dass das, was wir bisher gesehen haben, noch nicht wirklich Schwung hat. Um hier auf die Käuferseite zu kommen, möchte ich wirklich sehen, dass wir mal einen Schub haben, einen sogenannten Eye-Catcher, irgendwas, was auffällt, wo man sagen kann, haha, der sieht wirklich toll aus. Und das haben wir da aktuell eben nicht. Und dementsprechend ist das sicherlich die falsche Richtung, um sich da entsprechend zu positionieren, sondern sollte man eher dann auf der Abwärtsseite bleiben. Allerdings auch hier gilt, wir sind schon weit gelaufen. Eine Gegenbewegung täte durchaus Not und täte gut. Aber die Trigger, die machen nachher dann den Kohlfett. Die lassen entscheiden, in welche Richtung man tatsächlich sich dann positioniert. Beim Gold wäre das durchaus long, denn da sind die Schübe nach oben, jetzt so ein bisschen ABC-mäßig nach unten, am Stundenchart beispielsweise zu sehen. Es wäre halt ein Fortsetzungstrade, nicht jedermanns Sache, aber denkbar auf jeden Fall. Wer mag, kann sich das auf jeden Fall mal angucken, denn Gold ist auf jeden Fall auch etwas, was nicht unspannend ist und was man auf seinem Plan haben sollte. Nachrichtenseitig montags immer relativ dünn, auch hier heute zumindest mal nichts, was mir jetzt dramatisch aufgefallen ist. Das heißt nicht, dass nicht doch irgendwas anderes nochmal passiert, aber zumindest mal an geplanten News ist da nicht wirklich was, was die allgemeine Wirtschaft zumindest mal angeht. In diesem Sinne, hier aus Frankfurt jetzt verregnet ist es. Es ist nicht so arg kalt, aber sehr windig. Aber wem erzähle ich das? Ich habe mir sagen lassen, in Deutschland war das ja jetzt öfter schon mal der Fall. Dementsprechend auch von der Seite nicht wirklich Neuigkeiten. Ich drücke die Daumen, dass Sie in dieser Woche auf der richtigen Seite sind. Noch zwei Tipps, wenn Sie sagen, ich brauche hin und wieder mal eine ganz konkrete Trading-Idee, dann melden Sie sich kostenfrei an beim Trade des Tages. Dort stellen wir mindestens einen Trade am Tag normalerweise vor mit unseren konkreten Handelsideen, mit Einstiegen und Ausstiegen. Und wer noch mehr haben will, also mehr konkrete Ideen und aber auch Ideen, wie wir generell vorgehen, wie man dieses oder jenes Tool anwendet, dann ist Trade2Go vielleicht die Wahl der Stunde, ebenfalls kostenfrei. Einfach mal ausprobieren. Ich denke, man macht da nicht wirklich viel falsch. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald wieder dann aus dem Frankfurter Raum.